Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wo wir über Hardware sprechen, die uns Gamer sehr interessieren könnte. Wir haben heute für euch das Turtle Beach Stealth Pro von Turtle Beach zur Verfügung gestellt bekommen für PC, PS4 und PS5 Version. Eine separate Xbox Version ist ebenfalls erhältlich. Was ist drinnen? Was kann das Ding? Es ist ein ziemlicher König unter den Headsets. Ich habe es hier schon mal ausgepackt, weil ich musste es schon mal aufsetzen und ausprobieren, um mich selbst davon überzeugen. Und es ist nicht leicht. Hoppla. Aber wir haben hier 50 mm Boxen über den Ohren und mit attached Mikrofon. Was ist noch drinnen? Wir haben ein Cases Säckchen, um das Headset zu transportieren. Ein Ladekabel für USB-C, ziemlich cool, neuer Standard, gefällt mir sehr gut, dass das überall schon dabei ist. Dazu gibt es noch ein USB-Kabel. Warum? Ihr braucht nämlich eine riesen fette Ladestation dafür. Das ist mein größter Minuspunkt bei dem Ganzen, weil sie ist schwer und groß. Warum? Deswegen. Es ist ein zweiter Akku dabei, den man on the fly tauschen kann im Headset und somit quasi unendlich lang zocken kann damit. Und man nimmt einfach das Mikrofon ab, zack, mit den coolen Magnethalterungen öffnet sich die Ladestation. Wir nehmen den Akku raus, tun den neuen Akku rein, bzeng, weiter geht's. Unendlich lang zocken. Und ist auch schon wieder online. Und wir werfen hier einfach den Akku rein. Zack, boom, bang. Einstecken, weiter zocken. Das Ganze geht, pro Akku schaffen wir hier 12 Stunden am Stück zocken. Hat gut funktioniert bei Diablo zum Beispiel. Oder bei Call of Duty. Oder bei Counter-Strike. Sie sind ziemlich groß. Aufgesetzt. Oha. Ich habe das Noise Cancelling an. Das Headset beherrscht Noise Cancelling bis zu 25 Dezibel. Und was ebenfalls cool ist, auch das Mikrofon selbst hat ein Noise Cancelling, damit man nicht die Kollegen aus dem Chat von den Kopfhörern in das Mikrofon hört. Ist ganz praktisch, dann beschwert sich keiner von den Mates, wenn sie wieder mal heißt, wieso habe ich ein Echo? Bei wem ist ein Echo? Bei mir kann es nicht sein. Just saying. Für das Ganze gibt es dann auch noch eine App für den PC und festhalten für Mobiltelefone. Warum? Man kann das Headset connecten mit dem PC, mit unserer Version, mit der PlayStation 5 und mit der PlayStation 4 und mit Mobilgeräten. Und das macht man über die hier. Über die Buttons auf dem Headset. Man pairt einfach sein Handy mit den Kopfhörern und man kann Calls machen, man kann zocken, man kann es mit dem Steam Deck pairen oder mit der Nintendo Switch. Das Ganze funktioniert relativ flott und zackig und hat dann auch noch einige Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar nicht nur einige, sondern ziemlich viele. Das geht von hier Superhuman Hearing. Superhuman Hearing, aktive Rauschunterdrückung. In Spielen könnt ihr einen Equalizer anwenden, den ihr selbst erstellen könnt. Das funktioniert aber nur, wenn ihr die Bass mit dem Handy connectet. Dann habt ihr hier noch die Rauschunterdrückung, die Lautstärke und ein ziemlich cooles Feature. Ihr habt hier die Buttons. Hier gibt es einen fetten Knopf, den ihr selber programmieren könnt. Ich habe ihn jetzt auf die Rauschunterdrückung gestellt. Und man kann hier einfach, ein ziemlich geiler Drehknopf, ich zeige das mal kurz an. Der ist Infinite, ein Infinite Wheel. Man dreht einfach unendlich lang. Und hat hier zum Beispiel die Lautstärke oder die Mikrofonlautstärke. Oder je nachdem, was man selbst einstellen möchte.
Man kann jeden Button, außer natürlich den Schalter und den Pairing-Button, aber das Wheel und den Button hier außen kann man selbst belegen, wie man möchte. Alles in der App möglich, auch was passieren soll, wenn man das Mikro auf und zuklappt. Aber ich würde euch kurz zeigen, wie das Mikro so klingt. Und das ist so. So, und so klingt das Mikrofon, wenn ich jetzt direkt über das Headset spreche. Also man merkt auf jeden Fall einen kleinen Unterschied. Aber es ist sehr kristallklar und versucht auch jedes Geräusch und jede Störung von außen abzuwenden. Ich versuche mal hier kurz einen Sound abzuspielen. Geht das? Nein. So. Geht, ja? Ja, ist okay. Also ich spiele jetzt Spotify am Handy und halte es hierher. Man hört es ein bisschen. Aber es versucht auf jeden Fall das meiste rauszufiltern. Und ich finde, das funktioniert vor allem recht gut, wenn man zum Beispiel auf der Couch online zockt und nebenbei sitzen Frau und Kinder und sind ein bisschen lauter und man versucht trotzdem den Teammates die richtigen Anweisungen zu geben. Soundtechnisch ist es super. Also nicht nur der Bassboost und auch das integrierte Dolby Surround System funktionieren einwandfrei und kristallklarer Sound kommt durch die fetten Boxen. Man hört die Schritte von hinten, vorne, rechts, links. Also man kann sich gut orientieren. Und die PlayStation-Version ist sogar mit 3D-Audio kompatibel. Das heißt, es funktionieren sogar die 3D-Audio-Games von der PS5 mit dem Headset, was ein Pluspunkt ist. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch ein paar Videos, wie es ausschaut von der Boxed-Version und den Trailer. Und was kann man abschließend sagen? Was kann man abschließend dazu sagen über das Turtle Beach Stealth Pro? Es ist auf jeden Fall den Preis wert. Man bekommt ein hochwertiges Headset, das in cooler Lederoptik und nicht allzu leicht überall hin mitnehmbar ist. Man kann es mit USB-C immer aufladen, wenn man gerade nicht den zweiten Akku dabei hat, was ein immenser Vorteil ist, gerade beim Online-Gaming. Immer dieses Akku fast leer bei kabellosen Headsets, ein schlimmer Fehler, schlimmer Designfehler, und mit dem zusätzlichen Akku, der einfach instant gewechselt werden kann, ist das einfach eine ziemlich geile Sache. Ich bin schwer begeistert von dem Teil und freue mich, dass ich es für PlayStation, PC und unterwegs verwenden kann. Das heißt, fast ein Allrounder. Schaut an Xbox. Und ja, danke an Turtle Beach für dieses tolle Gerät, das wir testen dürfen. Und mehr dazu gibt es auf unserer Webseite. Schaut's vorbei, lest es euch durch, lasst ein Like da und schreibt vielleicht auch in die Kommentare, ob ihr euch auch eins zulegen werdet. Es ist auf jeden Fall der König der Headsets im Moment gerade. Ja, und ganz in diesem Sinne möchte ich dann sagen, ich drehe jetzt da voll auf 100% und wir sehen uns am Schlachtfeld. Bis dahin immer schön laut bleiben, gell?